Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Physio Fitness. Heute mit dem Thema unterer Rücken. Der untere Rücken ist die Stelle des Rückens, die oft schmerzt, denn im unteren Rücken halten wir eigentlich den ganzen Rumpf. Der tiefe Bauchmuskel zusammen mit der Faszie im unteren Rücken ist wie ein Korsett, das uns hier ganz gut stabilisiert eigentlich. Also wir sollten uns hier richtig gut stabilisieren können und genau das tun wir heute. Und wichtig ist für einen schmerzfreien unteren Rücken, dass unsere Hüftgelenke gut beweglich sind und unsere Brustwirbelsäule gut beweglich ist. Denn wenn wir hier fest sind oder hier fest sind, dann kann es auch sein, dass Schmerzen hier unten im Rücken ausgelöst werden. Also mach mit, richte dich auf jeden Fall, denn das ist natürlich auch wichtig. Und jetzt reib zuerst deine Hände, bis sie richtig schön warm werden. Wir aktivieren die Wahrnehmung im unteren Rücken, die uns auch ganz oft fehlt im Alltag. Also eine kleine Übung für zwischendurch. Mit warmen Händen reibst du jetzt deinen unteren Rücken ab. Du kannst auch mit dem Handrücken so ein bisschen klopfen oder reiben. So aktivierst du die Rezeptoren innerhalb der Faszien und dann wird deine Wahrnehmung verbessert. Und wenn die Wahrnehmung verbessert ist, dann können auch Schmerzen weggehen. So öfters mal zwischendurch reiben. Sehr schön. Dann stell dich nochmal auf, Hüft schmal geöffnet, deine Füße, deine Knie sind so ein bisschen durchlässig. Das ist auch wichtig für den unteren Rücken, dass du die nicht streckst und dann hängst du so richtig in den Bändern. Also durchlässig halten. Nimm die Hände ruhig mal an die Hüftknochen und jetzt kreise mit deinem Becken. Vielleicht möchtest du die Füße weiter auseinanderstellen. Schau mal, wie es für dich am besten funktioniert. Ein bisschen durchbewegen. Das Ganze natürlich auch in die andere Richtung, ganz locker. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück, entspannst, lockerst ruhig so ein bisschen aus, was auch immer ganz schön ist, finde ich, ist so schütteln und rütteln, kann man auch zwischendurch machen. Durch das Rütteln und Vibrieren im unteren Rücken, kannst du schneller oder langsamer werden übrigens, merkst du auch, dass die Wahrnehmung nochmal verbessert wird. Merkst du das Schütteln auch im unteren Rücken? Gut. Komm zur Mitte und jetzt hebe ein Bein. Wir wollen die Hüftgelenke mobilisieren. Dreh das Bein aus und wechsle andere Seite. Du kannst dich natürlich auch irgendwo festhalten, wenn du das Gefühl hast, dir ist das zu wackelig. Halte dich irgendwo fest. Ansonsten ausdrehen. Aufrichten. Vielleicht merkst du auch die eine oder andere Seite, die nicht ganz so beweglich ist. Jetzt halte mal ein Bein oben, stopp und versuch rückfesthalten irgendwo, deine Ferse nach hinten zu schieben und über die Seite dein Bein nach vorne, so richtig schön, oder den Rücken zu bewegen. Einen, dann wechselst du, andere Seite, ist gleich anstrengend zum Stehen, oder? Das Gleichgewicht zu halten, ist dann schon herausfordernd, macht aber nichts. Und wieder zur Mitte kommen, Füße eng aufstellen. Wie es für dich geht, jetzt stütz deine Hände auf die Oberschenkel und mach deinen Rücken ganz gerade. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule und dann streck deine Beine. Und jetzt merkst du die Dehnung in der Rückseite, genau. Nochmal beugen und nochmal strecken.
Deine Hände bleiben auf der Stelle. Vielleicht wird es mit jedem Mal auch schon ein bisschen leichter, die Dehnung. Halte jetzt deine Knie gebeugt, Schultern zurückziehen, rechten und linken Arm neben deine Ohren. Spannung im Bauch ist wichtig. Zieh den Bauchnabel mal sanft nach innen. Sag ich. Genau. Arme entweder breiter oder enger. Und jetzt hackst du mit deinen Armen. Mach ganz kleine Bewegungen. So trainierst du deine Rückenstreckmuskulatur. Wenn es dir zu viel wird, dann lieber mal kurz eine Pause einlegen. Noch 4, 3, 2, 1 und aufrichten. Lösen, Beine etwas breiter öffnen und lass dich rumschwingen um deine Körpermitte. Brustwirbelsäule bewegen. Schau mal, nimm deine Beine mit. Heb eine Ferse an und lass ganz locker. So, die bewegliche Brustwirbelsäule, die wir benötigen für einen schmerzfreien unteren Rücken, die bewegen wir jetzt. Ganz langsam zur Mitte einpendeln, sodass du auf beiden Füßen erstmal stehst. Sehr gut. Kniedurchlässig. Und jetzt kommst du auf dein rechtes Bein. Gut. Nimmst dein linkes Bein nach oben und deine rechte Hand mit dem Handballen gegen den Oberschenkel. Gib Druck. Gib Druck, Druck, Druck. Bleib im Rücken gerade. Und einatmen, mach dich ganz lang. Super. Ausatmen, jetzt gibst du noch mehr Druck. Spannung spüren im Bauch. Einatmen und lang. Und aus. Noch zweimal trainierst du wirklich den tiefen Bauchmuskel, der dich hier hält und stabilisiert. Und gleich die Seite wechseln. Super. Andere Seite, Knie beugen, Arm zur Seite und Handballen gibt Druck. Ausatmen. Einatmen, lang. Aus. Und ein. Dein Tempo. Nochmal. Ein letztes Mal noch und Druck und zur Mitte kommen, breitbeinig aufstellen, kurz mal locker lassen. Lass uns jetzt mal mit gestreckten Knien dein Becken kreisen. Auch in die andere Richtung kreisen und vielleicht merkst du schon, dass du auch lockerer bist, einerseits. Andererseits auch die Stabilität spüren. Zur Mitte kommen, auslockern, atme ein und streck und räkel dich jetzt und nimm deine Füße auch mit, den ganzen Körper so richtig räkeln, strecken. Während du die Bewegung machst, nochmal enger mit den Füßen, ganz bewusst weg. Schieben nach oben.
Dann bleib ganz eng stehen, lockere dich aus. Streck jetzt deine Knie und versuch dich auf deine Fußspitzen nach oben zu heben. Po anspannen, zieh dich nach oben. Ich mache es ein bisschen seitlich mit. Und wieder runter. Nochmal Po anspannen, hochkommen, Fersen zusammendrücken. Was? Da wackeln. Und wieder runter. Gleich nochmal hoch. Bauch sanft nach innen ziehen. Und jetzt bleib mal oben. Halte die Fersen so richtig fest aneinander. Halte. Ganz fest. Und jetzt bewegst du deine Handflächen nach vorne und hinten, neben deinem Körper. Und spür, wie du da dagegen halten musst. Wenn dir das zu wackelig ist, geh runter auf die Fersen. Ansonsten atmen. Kurz wieder runtersetzen, entspannen. Weiteratmen. Einmal noch. Spannung aufbauen, Bauchnabel sanft nach innen ziehen, Fersen anheben, Oberkörper stabil und ganz kleine vor zurück. Atem fließt, in die Mitte spüren und langsam wieder lösen. Sehr schön, auslockern, entspannen, Beine hüftbreit aufstellen. Und dich aufstützen auf die Oberschenkel. Was auch im Sitzen immer ganz schön ist, ist die Kutscherhaltung. Du kannst auf die Unterarme gehen und dich so richtig hängen lassen. Das ist immer wunderbar entspannend für den unteren Rücken. Geht aber auch, wie du siehst, im Stehen. Kannst so lang bleiben, wie du möchtest. Dann gehen wir wieder nach oben, stützig ab, hochkommen. Hier vorne sind wir gern verkürzt. Da wollen wir jetzt auch noch aufdehnen. Ein Bein zurück, so weit wie es geht. Dann die Ferse bleibt unten und das Knie ist gestreckt. Genau. Und jetzt hebt die Ferse und kippt den unteren Rand vom Becken nach vorne. Jetzt müsstest du hier die Dehnung spüren. Merkst du, wenn links hinten ist, kommt der linke Arm und du neigst dich zusätzlich nach rechts. Mit jedem Ausatmen weiter sinken. Dann wieder langsam zurückkommen zur Mitte und gleich die andere Seite. Zuerst wieder eine Linie, beide Fußspitzen zeigen nach vorne, sind aber hüftbreit ungefähr geöffnet. Becken schiebt, Ferse heben. Unteren Rand nach vorne und wenn du möchtest, wenn rechts hinten ist, den rechten Arm und umgekehrt zur anderen Seite ziehen. Dann merkst du nochmal mehr Dehnung. Bleib so, ich komme zu dir ein bisschen. Wenn es zu wackelig ist, kannst du dich jederzeit irgendwo festhalten. Und dann löst du wieder auf, entspannst, lässt locker, stellst dich auf, schüttel ruhig, nochmal aus, deine Beine raus aus den Hüftgelenken. Geht's gut? Vielleicht hast du die ein oder andere Übung, die dir ganz besonders gut getan hat. Dann mach die auch öfters im Alltag, wirklich. Bewege möglichst viel deinen Rücken, dann wird's dir danken. Nicht zu viel einseitig. Immer dieselbe Haltung, sondern immer mal wieder abwechseln. Jetzt streck dich ruhig nochmal und räkel dich. Denk dran, dreh deine Brustwirbelsäule, beweg deine Hüftgelenke im Alltag. Das kannst du jetzt auch nochmal tun. Und stabilisiere deine Körpermitte, indem du vielleicht auch mal auf einem Bein stehst. Dann löst du. Schüttelst dich nochmal, wächst den Rücken nochmal ein bisschen auf und entspannst dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es fühlt sich angenehm an. Ich freue mich natürlich, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder ein Gefällt mir. Vielen Dank, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Der Link wäre auch unter dem Video, da heißt in der Beschreibung deine Unterstützung. Und dann kommst du auf
Steady und da kannst du mich mit monatlich, was es dir wert ist, unterstützen. Zum Beispiel 5 Euro oder 10 Euro oder 20, was du möchtest. Vielen Dank. Ansonsten abonniere meinen Kanal. Du kannst auch mal auf den Kanal gehen und da in die Playlist. Da findest du auch wieder oben auf dem Infopunkt die Playlist Physiofitness. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann!